Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Civilization 6 mit Elisabeth I. weiter. Und wir haben noch ein bisschen was zu bauen und sind kurz vor der Industrialisierung. Ein paar Städte habe ich noch geplant, wir haben also noch einiges zu tun. Und als nächstes werde ich mir Filippo schnappen. So viel ist schon mal klar. Ja, so weit, so gut. Könnt tatsächlich jetzt hier dem Speerkämpfer noch den Kill bekommen. Die Technologie haben wir schon lange erforscht, aber trotzdem ganz witzig, dass wir es dann geschafft haben letztendlich. Barbaren haben wir uns entdeckt, okay. Da ist das Industriezeitalter erreicht. Wir haben bessere Minen und die Industrialisierung freigeschaltet. Ich habe noch gar keine Ruhrgebietsstadt mir ausgesucht. Ich überlege, hier oben zu siedeln. Das wäre eigentlich auch ganz nett als Ruhrgebietsstadt. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. So, mein Speer. Haben wir noch irgendwo irgendwelche Stammesdörfer hier unten? Dann zieh dort mal hin. Wir haben auf Kohle in Birmingham gesiedelt. Wie sieht es denn sonst aus mit Kohle? Ich hoffe doch, wir haben ein bisschen was. 13 auf der Karte. Ah, da unten. Mittler ist da nicht in Range. Das heißt, wir müssen dort siedeln. Dort in dieser Stadt. Okay, dann werde ich dort definitiv nochmal siedeln. Schauen wir nochmal durch. Ja, das kannten wir schon. Athen, dort drüben bei den Barbaren, das wird wahrscheinlich ein Stadtstaat werden. Den werde ich auch lassen. Hunza könnte Kohle verbessern, genauso Wolin. Und Ayutthaya. Okay, wir werden uns ein bisschen auf die Stadtstaaten verlassen müssen. Wir können natürlich für die auch das Ganze verbessern, aber mal sehen. So, ich werde hier mal spielen. Dann. Tja. Gehen wir vielleicht in Richtung Dampfmaschine. Mehr Fortbewegung für unsere Siedler. Und hier haben wir eine Karte verloren. Die Siedlerproduktion kommt wieder rein. Ja. Kolonialsteuern wären gut. Das wäre alles. Vieles wäre gut. Mal sehen. Du bleibst mal dort. Hier möchte ich gerne defensiv stehen. Dann können wir dort tatsächlich einmal angreifen. Guck noch mal, ob wir jetzt irgendwo Salpeter herbekommen. Nee, leider immer noch nicht. Pferde und Eisen möchte niemand haben. Wir haben so vieles davon. Naja, dann ist das so. Ressourcen. Die Quadrimflotte, naja, die kann sonst. Ja, wird sonst nächste Runde mal weitermachen. 5 Runden hier. Ah ja, da wollte ich mir. Genau, das ist wichtig. Da holen wir uns jetzt mal selber das Salpeter. Mimasinan. Ah, den könnten wir nutzen, um unsere Legion zu verbreiten. Das sollte ich tun. Drüben, denke ich. Werde ich mal den Glauben missionieren. Du kannst. Dann lässt das mit dem Clan überfallen mal. Dieser Apostel zieht nach Newcastle. Und hier, ja, wir könnten. Wir verbessern die Schildkröten mal. Santa Cruz wartet auf den nächsten Ingenieur, nämlich Francis Drake, der uns unseren Sea-Dog gibt. Und ja, was wollen wir machen? Weiteres Gold wäre natürlich nicht schlecht. Plus 1 Wissenschaft. Beziehungsweise Gold durch jeden Kampus- und Handelszentrumsbezirk. Okay. Ich glaube, ich werde hier erstmal beginnen mit Wanderprediger. Prädikum breitet sich stärker aus. Durch Druck kommen wir auf. Okay. Religiöse Ausbreitung wird erhöht. Ich glaube, das mache ich. Ja. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen passiven Druck. Und dann gucke ich nochmal. Ja, wir sollten definitiv
das Gold hier sparen, um in London Fabrik und Kraftwerk zu bauen. Beziehungsweise, nee, eigentlich bauen wir das so schnell, dann sollten wir es lieber bauen. Du kannst dann auch gleich nochmal zur Evangelisierung benutzt werden. Ja. Soweit der Plan. So langsam kommen wir auch in unser Limit, was die Städte angeht und die Glücklichkeit dieser Städte. Daher wäre es sinnvoll, wenn wir bald Wasserparks bauen. Wohnraumprobleme in Sheffield, alles klar. Dann werde ich Mima Sinan mal hier drüben nutzen und so unsere Region verbreiten. Dieser Siedler. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt da oben die Siedlung sichern. Und dann habe ich gerade noch gesehen, dass wir da noch ein Stammesdorf haben. Das möchte ich nochmal greifen. Und du kannst mal hier rüber. Ist schnell. Die Galeere, die kann ruhig weiterziehen. Die Karawelle heilt sich ein bisschen. Ja, Hostel. Sehr schön. Dann Giovanni di Medici, den werde ich aufbewahren. Auch wenn der sicherlich eine ganz gute Investition ist. Ja, und dann bauen wir weiter Siedler. Das bietet sich jedoch an. Ich glaube, 8 Städte können wir definitiv noch gebrauchen. Und hier nutzen wir mal unser Gold für Schrein und Tempel. Und den Glauben für die Stupa. Und dann haben wir 8 Runden bis zum Wachstum. Ja. Taj Mahal wäre interessant. Die Freiheitsstatue, vielleicht einfach, weil wir es können. Ich denke schon. Brauchen wir sie. So, Nereus. Genau. Dort weiter. Dann genau missionieren. Giovanni di Medici. Tja, in welcher Stadt möchte ich ihn haben? Das ist eine gute Frage. In welcher Stadt? Ach ja, klar, da drüben. Da wollen wir da. Müssen wir gleich mal. Okay, du wartest mal eine Runde, Giovanni. Santa Cruz wartet immer noch. Du. Ich denke, ich werde hier einmal plündern. Die 30 Gold nehme ich einfach mal mit. Und dann, ja. Kultur wird kein Problem sein. Wissenschaft ist aktuell auch kein Problem. Deswegen nehmen wir einfach Gold. Das ist flexibel. Und ja, kann nie schaden. Dann gründen wir Hall. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich werde hier weiter defensiv agieren, nicht attackieren. Defensiv attackieren geht nicht. So. Dann das. Hall bekommt außerdem noch eine Wassermühle und ein Moment sowie ein Kornspeicher. Und dann platzieren wir natürlich die Royal Navy Werft. Ja. Dort ist der Drall erforscht. Gut. Natürlich die Royal Navy Werft und meinetwegen auch noch ein Handelszentrum direkt daneben. Ja, doch, direkt daneben. Royal Navy Werft jedoch zuerst. Gut. Was ich auch machen könnte, wäre hier noch ein Aquädukt. So, und dann gehen wir mal die Städte durch. Ja, London. Möchte ich da wirklich jetzt die Fabrik bauen? Oder möchte ich das in einer anderen Stadt machen? Was wollte ich hier noch bauen? Definitiv diesen Theaterplatz. Nein, erstmal das Handelszentrum plus 7 Gold. Hier bauen wir aber dabei noch einen Spion zu bauen. Huey würde ich auch gerne haben. Das würde die Stadt auch glücklich machen. Aber das sind ein bisschen viele Runden. Ich platziere das Ganze mal. 13 Runden. Oh. Nochmal sehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich werde erstmal warten, denn wir bauen die Gebäude ja wirklich schneller, die in den, in der Industrie, in dem Industriebezirk sind. Ja, was ich machen kann, ist hier Markt und dann verkaufen wir ein bisschen was. Nee, das können wir alles nicht verkaufen. Ah, die diplomatische Gunst behalte ich jetzt mal. Auf einer ganzen Mauer nicht. Nächste Runde kaufen wir uns hier noch weitere Sachen. Das ist eine gute Sache. So, dann geht's in die nächste Runde. Wir haben gesammelt Mittler, sehr schön. Zwei Gesandte habe ich auch noch übrig, die sollte ich mal verwenden. Ja, definitiv sollte ich die verwenden. Gucken, was wir da machen können. So, Giovanni, du. So, erstmal Sheffield, zack. Dann haben wir hier Goldkammer und Tempel. Wenn ich noch ein bisschen Gold bekomme, kann ich mir auch noch einen weiteren Händler leisten. Sehr schön. Dann holen wir uns Francis Drake. Nice. In welche See soll der kommen? Ich glaube, den werden wir hier auch in dieser Stadt nutzen. Ah, jetzt habe ich Giovanni nicht rübergeschickt eben. Du kommst erstmal rüber. Dann kommt Francis Drake gleich rüber und Sonne Cruz hinterher. Dann können wir da unsere Religion weiter spreaden. Gut. Inquisition brauche ich noch nicht einleiten. Das kann ich mir noch aufsparen. Artemisia wartet auch. Primarius ebenso. Oh, die Quadrillenflotte werde ich schon bald kriegen. So, 20 diplomatische Gunst noch. Sehr gut. Dann holen wir uns ein bisschen Gips. Kann ich jetzt hier mal angreifen, um das ein bisschen aufzuleveln. Du musst erstmal geupgradet werden. So. So. Die Perlen holen wir uns gleich. Und in dieser Stadt können wir dieses nutzlose Feld zu einem Portalerpalast machen. Das klingt doch gut. Das ist doch ein Plan. Weitere Wunder für uns. Ach ja, Filippo. Da war der nächste Punkt, wo mein Gold drauf gehen sollte. Jetzt haben wir erstmal Sheffield weiter versorgt. Das ist auch okay. Brutaler Palast würde uns einen weiteren Regierungsslot geben. Das ist schon durchaus wichtig. Wir haben noch keine Stadt auf 15. Das wundert mich ein bisschen. Da ist das Arsenal von Venedig erstmal. Das heißt, wenn wir jetzt Boote produzieren, dann sind es immer zwei. Das wird sicher noch nützlich sein, denke ich mal. Glaube ich auch noch ein paar große Ingenieurspunkte und wahrscheinlich große Admiralspunkte. Ja. Ganz schönes Wunder. Wir haben die Dampfmaschine freigeschaltet. Das heißt, wir können es jetzt schneller bewegen, Kanäle bauen. All diese Sachen. Und dann hol dir mal Krieg. Wir haben einen weiteren Händler. Ich hätte gern Stadtstaaten. Dann haben wir doch nee, Antananarivo oder Taruga. Ach ja, da habe ich auch noch ein bisschen was auszugeben. Tana bräuchte noch ein bisschen. Ich werde mir mal Taruga wiederholen. Und mit den zwei Gesandten holen wir uns, denke ich, Akkad. Okay. Und bringen Genf auf die nächste Stufe. So, Sir Francis Drake, du kommst gleich rüber. Erstmal platzieren wir Giovanni de Medici hier. Dann haben wir noch ein paar Handelsrouten. Cinquetti will eine Handelsroute. Sehr schön. Du kannst dorthin. Unsere Karavelle. Ein Panzerschiff können wir uns holen. Ja, ich bleib mal bei dem, was ich habe. Wir sollten auch unsere Allianzen mal erneuern. Freundschaft. So. Die Frage ist, kann ich hier drüben siedeln? Ja. Eine kulturelle Allianz hatte ich auch gar nicht. Gucken wir mal. Also, Kleopatra ist, glaube ich, wieder der beste Kandidat für die Wissenschaftsallianz, weil sie noch am meisten hat. Machen wir das. Dann Getage. Da haben wir die religiöse Allianz. Dann werde ich, glaube ich, mit Genghis auf eine Wirtschaftsallianz wechseln.
und Tumyris die Militärallianz etablieren. Ja. So weit, so gut. Der Ritter hat eine Beförderung. Mattensturm bitte. Okay. Ihr wartet soweit. Ich kann mich ja auch hier drüben heilen. Dann etwas Gips. Du ziehst hier weiter. Newcastle. Wie möchte ich hier eigentlich fortfahren? Ich denke, das ist ein ganz gutes Seewerk. Du wartest auf den Zeitalterwechsel. Wir warten ebenfalls auf die Möglichkeit, dass wir upgraden können. Meine Flotte. Sehr schön. Du gehst auch auf die automatische Erkundung. Francis Drake. Über nach Sheffield. Ich werde den Sea-Dog dann einfach erstellen und Sadakus kommt dann hinterher. Zack. Dann denke ich, ist es an der Zeit. Ist es an der Zeit für Oxford? Oder holen wir uns Unterseeboote? Nee, noch nicht. Wirtschaftswesen. Ja, Wirtschaftswesen sollte ich priorisieren. Das klingt nach einer guten Sache. Hier drüben können wir Leuchtturm und Schiffswerft. Gleich die Schiffswerft, wenn wir hier noch irgendjemanden Gold abnehmen. Zack, da ist sie. Und da kannst du hier den Campus bauen. Da machen wir hier das Upgrade. So, 1000 Glauben. Alles außer Stadtmauern würde ich bauen. Stadtmauern ansonsten finde ich aber relativ unnötig. Ne, da ist nichts. Dann warten wir, bis wir Filippo kaufen können. Okay, cool. Gut, soweit so schön. Da werden gleich, wird gleich ein bisschen was fertig. Und der nächste Kongress ist ja auch nicht weit. Dann können wir ein bisschen unsere diplomatische Gunst mal ausspielen. Aktuell sieht es, ja, wir sind punktemäßig super weit vorne. Kulturell ist Ludwig ganz gut dabei, aber wir haben gar keinen Tourismus. Gar keinen Tourismus, okay. 7% erhöht, das ist das eine Monopol. Na gut. Diplomatie, da sind wir bei 2 von 20. Religionssieg. Mal sehen, für welche Siegbedingungen ich gehen werde. Das steht auf jeden Fall noch aus. Ja. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Noch nicht ganz. Sheffield möchte noch konvertiert werden. Ja. Warum denn nicht? Und dieser Handwerker. Ja, gut, wir können ja die Farm, glaube ich, bauen. Weitere Siedler sind unterwegs. Eine Botschaft nehme ich gerne an. Langsam können wir uns auch mal über die Siegbedingungen Gedanken machen. Diplomatisch, ja, wird vielleicht schwierig. Ich will aber auch auf jeden Fall noch ein bisschen einnehmen. Mal sehen, wie wir das vereint kriegen. Ich denke, die Bayern sind da das sinnvollste Ziel. Und dann wahrscheinlich noch hier der gute Chaka. Ansonsten, wer hat denn die ganzen Stadtstaaten eingenommen? Mexico City ist hier, das heißt, irgendwann möchte ich mich auch nochmal mit Skytien anlegen. Oder mit den Skytien. Sich sonst noch irgendwelche Stadtstaaten? Nee. Ansonsten nicht. Na gut. So, in Stoke-upon-Trent, da ist der Hafen fertig geworden. Das heißt, wir holen uns Leuchtturm und Schiffswerft und bauen mal den Campus. Der Siedler hier ist fertig. Ich habe jetzt vergessen, wo ich als nächstes siedeln wollte. Ich glaube, da oben hin habe ich schon jemanden, der unterwegs ist. Schicke ich mal einfach jemanden dorthin. Santa Cruz. Genau, da hatten wir doch hier was gemacht, nämlich Drake. Du erstellst hier unseren Sea-Dog.
Ich hätte auch noch. Ah ne, so lange hätte ich nicht warten wollen. Und dann kommt der Rest gleich hinterher. Du kannst jetzt mal hier rüber. Artemisia kommt hinterher. Dann werde ich hier noch konvertieren. Wir sind ja jetzt da drüben fertig. Das heißt, eigentlich kann ich die Inquisition einleiten. Unser Sea-Dog hat eine Beförderung. Ja, ich will das Beutegut zuerst. Dann Giovanni wartet hier darauf, dass wir das erforscht haben. Und in Hall würde ich gerne noch das ausbauen, damit wir gleich eine Industrie haben. Und bei unseren Skütenfreunden heilen wir uns mal eine Runde. So, du kannst dir noch eine Beförderung sichern. Und dann kriegen wir hier den Kill. Sehr schön. Die Galeere wird ein bisschen herumfahren. Der Speerkämpfer, da warten wir noch ein bisschen aufs Gold. Und Santa Cruz kommt jetzt hier auch mal rüber nach Sheffield. Sehr schön. So, meine Karavellenflotte. Dahin. Und hier wollen wir noch weiter Bezirke bauen. So, der Glauben. Ja, Filippo wird als nächstes zu uns kommen. Und regierungstechnisch bleibe ich, glaube ich, boah, Kolonialsteuern sind schon richtig fett. Dafür haben wir aber keinen Platz. Der Rest ist, glaube ich, noch deutlich besser. Deswegen lassen wir das erstmal so. Kongress ist gleich da. Wir können hier noch eine Luxusressource verkaufen. Wie sieht's mit Kohle aus? Oh ja, da haben wir schon einen Abnehmer. Das ist die Skythen. Wahrscheinlich die anderen strategischen Ressourcen. Wird kein Abnehmer. Aber das bedeutet, dass wir in Sheffield den nächsten Händler holen können. Wir können auch noch einen weiteren finanzieren. Da habe ich nur nicht die Mittel. Okay. Nächste Runde. So. Nee, meinen Salpeter möchte ich nicht verkaufen. Das ist mir wichtig. Muss ich mal gucken, dass ich um die Skythen herumkomme. Ich würde ehrlich gesagt gerne weniger Groll erzeugen. Da packe ich sogar mal 10 oder 7 Votes rein. Und Stadtstaaten, mit denen wir handeln können. Wovon gibt es denn am meisten? Das sieht fast nach Kultur aus, wobei religiös ist auch richtig gut dabei. Ich werde mal religiös wählen. 100% Ertrag. Dann werden wir hier mal einen Vote wegnehmen, dann können wir 5 und 6 wählen. Mal schauen, ob das so weit durchgeht. Wir erzeugen mehr Groll. Ha. Das ist schlecht, aber es ist auch wiederum okay. Und Religionsstadtstaat hat gewonnen. Okay, gut. War das irgendwie knapp? Nee, jeder hat nur einmal gewotet. Die meisten haben Militärstadt tatsächlich gewotet. Gut. Gut zu wissen. Wenn wir hier noch ein Sägewerk bauen. Du kannst dich hier mal heilen. Wir können auch noch ein Panzerschiff holen. Dann warte ich hier auf den Zeitalterwechsel. Und dann werden wir die Inquisition einleiten. So weit hätte ich gar nicht fahren müssen. Okay. So, mein Sea-Dog. Du verbindest dich mal mit Santa Cruz. Und dann ist die Frage, ob wir uns hier schon auf die Reise machen. Mein Siedler, der braucht schon noch eine ziemlich lange Zeit, bis er da ankommt. Na, wo hatten wir den? Ja, wo hatten wir den Bereich hier? Die Frage ist, ich werde wahrscheinlich mal hier ein bisschen blocken mit meinen Einheiten, damit da die anderen nicht siedeln. So, dann haben wir hier diese Industrie. Giovanni wartet ebenso. Starten. Eslav haben wir noch nicht. Antananarivo und Caguana. Ich glaube, Antananarivo braucht noch 2 Gesandte. Ich werde die mal forcieren. Und ja, du könntest zumindest schon mal da oben hinfahren.
So, hier ist Sea Dog. Hier kommt hinterher. Dann holen wir uns noch Pikinier. Sehr schön. Da haben wir schon mal hier unten in Sheffield, beziehungsweise in der Nähe von Sheffield sind. Ich kann mir hier auch weitere Bezirke natürlich kaufen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich werde aber mal Händler weiter mehr holen. Wobei wir brauchen ein bisschen Wohnraum. Tja. Ich könnte mir ein Lager holen. Für den Wohnraum. Also ich werde auf jeden Fall mal den Campus platzieren. Plus 2. Und dann holen wir uns hier auch eine Stupa für die Annehmlichkeiten. Wohnraum könnten wir mit dem Wohnviertel generieren. Ja. Mal sehen. Ist auf jeden Fall zu Ende gebaut wird, wird die verbotene Stadt. Und dann wollte ich auch noch Torre de Belém haben. Es geht aber nur auf. Ja, es geht auf dem Feld. Dann können wir da aber nicht den Unterhaltungsbezirk bauen. Das ist aber, glaube ich, auch okay. Ja. Das heißt, danach kommt Torre de Belém. Da kriegen wir nämlich noch mehr Gold von den Handelsrouten hier. Sehr schön. Hier drüben. Bau du mal den Markt. Die Produktion ist gut genug. Dann können wir eigentlich auch schon mal nach Vilnius reiten. Ich denke, der Krieg steht schon bald bevor. Hamburg wird zum Belagerungsturm. Vielleicht ist das relevant. Dann hier. Ah, ich glaube, da die Verbesserung ist doch wichtiger. Handeln wir doch nochmal mit Antan und Rebo, damit sie bitte doch so zerren. Mit den 1240 Gold. Gucken wir mal, was wir machen können. Markt und Gold könnte ich mir hier holen. Ich kann mir auch hier ein paar schöne Sachen holen. Tja, da können wir die Gebäude auch besser bauen. Ich glaube, hier ein Markt und dann gleich hier eine Goldkammer. Das ist eine gute Investition in Birmingham. Ja. So, der Speer ist dort gleich da. Da. Kilimanjaro. Ich könnte natürlich auch hier siedeln. Da ist auch noch Kohle. Und das sind ein paar Zeitalterpunkte. Loyalität ist noch ein Problem. Hierhin. Der Apostel, genau, du wartest auf den Zeitalterwechsel. Altertum Stetten. Natürlich, da wo wir hier was bauen wollten. Dann holen wir uns mal das Kohlekraftwerk und dann ist die Frage: Kunstmuseum oder archäologisches Museum? Ich tendiere gerade zum archäologischen. Während wir in Plymouth einfach mal den Zoo kaufen werden. Dann sind hier alle Städte in der Umgebung happy. Und dann machen wir das Handelszentrum hier. Sheffield, weitere Handelsroute. Caguana oder Preslav? Nehmen wir Preslav, da werden wir sie zerreden. Dann. Ah. Genf reicht es noch nicht ganz. Was möchte Genf denn für eine Quest haben? Religiöse Bekehrung, okay. Na gut, dann unsere Truppe kann hier schon mal hinziehen. Okay, so, ah. Ja, ich werde die Upgrades, glaube ich, jetzt machen. Das kostet zwar eine Menge, oder es gibt uns halt ein paar Zeitalterpunkte, aber heute auch nicht. Das war noch eine Quest von Akkad. Und dann können wir nämlich direkt weiterziehen. Du passt hier auf, du passt dort auf. Da hier noch ein Ritter. Das ist echt schwieriges Terrain hier. Das wir haben. Ich ziehe mal Schritt für Schritt. So, Belagerungsturm kommt hier nach vorn. Renner. Ebenso. Ach, er ist clever gewesen. Hat hier mit Lagern sich komplett zugebaut. Mein Trieborg kann auch sich noch bewegen.
Weiterer Spion. Wir beschützen London schon. Dann würde ich sagen, werde ich mal ein bisschen horchen bei den Zulu. Hier drüben konvertieren wir noch. Dann haben wir. Das sind 100 Glauben, nicht schlecht. Und hier Merius. Eine weitere Beförderungsstufe. Ich pack den mal in die Kolonne hier. Du kannst dich jetzt hier vielleicht mit der Einheit anlegen. 2500 Glauben, holen wir uns Philippo. Sehr schön, der Plan geht weiter auf. Plus die Karten kommen noch nicht. Ja. So, Barbaren. Ja. Panzerschiff erfordert eine Kohle. Das parken wir mal hier. Und dann geht es weiter in die nächste Runde. Da Vinci ist als nächstes dran. Den holen wir uns auch. Sonst endet da dann bald auch. Ja, Zeitalterpunkte viel zu viele, aber das ist okay. Da ist die verbotene Stadt. Das gibt uns einen Joker-Politikplatz, was schon mal sehr gut ist. Glaube ich auch noch ein bisschen Kultur. Aber der Joker-Politikplatz alleine ist es schon wert. Ja, sehr schönes Wunder. Das ist immer wieder eine Freude. Wir haben einen Metallguss, damit können wir auch Bombarden bauen. So, hier haben wir die verbotene Stadt abgeschlossen. Dahinter haben wir uns jetzt Torre. War das nicht eben noch 10 Runden? Naja. Vielleicht, weil hier eine Karte nicht mehr aktiv ist. Ich könnte natürlich die Wunderbaukarte nehmen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, probieren wir es mal so. 9 Runden, ja, fantastisch. Dann würde ich mir nochmal hier einen Handwerker gönnen und den dann runterschicken. Und hier haben wir das Handelszentrum. Ach ja, ich wollte ja drüben in Birmingham die Goldkammer kaufen. Dann müssen wir hier das Handelszentrum hier bauen. Okay, du ziehst weiter hier. Na, vielleicht gebe ich ihm eine Schutzeinheit mit. Solltet ihr tauschen. So. Gut, der nächste Siedler ist fertig. Möchte ich meine Macht hier drüben noch weiter ausbreiten? Ich glaube, wir könnten die minus 12 zum Funktionieren bringen. Die Frage ist, inwiefern. 2 Runden. Okay, den muss ich jetzt mal hier wegschicken, damit er den Kill nicht bekommt. 4 Runden hier. Welche Staaten wollten noch religiöse Konvertierung? Genf und Nazca. Genf war weit weg, nicht wahr? Zeig mir doch mal Genf. Dort, okay. Mit dir. Vielleicht schaffst du es ja. Hier ein Sägewerk. Dann. Stammesdörfer. Ich glaube auch noch hier unten auf der Karte nur. Ja, dort und dort. Dann ziehen wir dorthin. Okay, da können wir gleich aber auch das Upgrade freischalten. Die Galeere wartet auf weitere Einheiten. Und dann machen wir uns hier schon mal auf den Weg. Ich denke, mit der Flotte können wir schon ein bisschen was anfangen. In 3 Runden haben wir dann noch Industrien. Sehr schön. Und mit den Einheiten bewachen wir unseren Siedlungsspot. Gut, ja. Hat mich immer noch nicht weitergebracht, wie ich das mit dem Siedler hier mache. Ich glaube, wir versuchen. Ja, ich glaube, ich werde da einen Stadtstaat entstehen lassen. Das ist, denke ich, okay. Da habe ich schon Siedler hingeschickt. Vielleicht siedeln wir dann einfach mal hier diesen Bereich. Hatte ich nicht auch noch irgendwo einen Kanal geplant? Oder eine Kanalstadt? Nee.
Nee, wir siedeln mal hier oben unseren Bereich zu Ende. Schritt für Schritt. So, Filippo, du sollst als erstes den Potala-Palast fertigstellen, damit ich weitere Möglichkeiten in der Regierung habe. Ach ja, und hier drüben wollten wir siedeln. Für die Kohle. Ja. So, ich habe auch noch weitere Handelsroutenkapazität. Sheffield. Ja, nee, St. Peter verkaufe ich nicht an dich. Wir haben Ayutthaya verloren. Das ist aber okay. Ich habe noch zwei Gesandte in der Tasche. Dann holen wir uns die gleich mal wieder zurück. Ja, ich werde die mal anlügen. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Wir haben ja jetzt auch nicht vor, direkt mit dem Krieg zu führen. Ich will nur meinen Siedler eskortieren, ehrlich gesagt. Wartest, dann. Ach, dann hole ich mir Kaguan auf diese Art und Weise. Zack. Matterhorn ist hier drüben noch. Interessant. Ohne weitere Handelsroutenkapazität. Ah, ne. Die wurde schon genutzt. So, unsere Karavellenflotte ist da. Können wir mal zum Panzerschiff verbessern. Eine weitere Panzerschiffeinheit. Okay. Das läuft ja. Du sollst hier hin. Dann. Zack. Achso, mit der können wir ja gar nichts machen. Okay. Dann hau da drauf. Mit unserem Sea-Dog versuchen wir den Kill zu holen. Sehr schön. Embolon. Embolon. Ich werde die Einheiten, glaube ich, trotzdem mal gleich zusammenbringen. Ja. So, und Artemisia, Gewehrbeförderungsstufe, das soll auch noch auf die Fregatte drauf. So, du halt dich, du upgradest nochmal unsere Galeere hier. Auch zum Panzerschiff. Dann habe ich zwar nicht das Gold für die Goldkammer, aber die bauen wir einfach. Den Leuchtturm hier würde ich mir kaufen. Dann bauen wir die Schiffswerft und in. Ah. Hier müssen wir jetzt. Ach Gott. Na gut. Wenn er so kleinlich ist. Ich mache da einfach mal mit. Na, da kann ich nicht hin. Okay, wir brauchen die offenen. Brauchen wir die offenen Grenzen? Haben wir keine offenen Grenzen mehr? Wieso kann ich da nicht drauf? Interessant. Naja, bis ich hier durchziehe. Wird das auch dauern? So, eine weitere Panzerschiffeinheit. Das könnte ich natürlich auch machen, dass ich die hier in Portsmouth erstelle und dann damit das Ganze verbinde mit der aufgelevelten Einheit. Du musst mal jetzt hier weg. Dann können wir dich nächste Runde zurückholen. Jo. Okay. Soweit der Plan. Ja, wir warten jetzt darauf, dass die Siedler ihr Ziel erreichen. Das dauert leider. 11 Runden, naja. Es ist, wie es ist. So. Genghis ist hier aber sicher vor unserer Loyalität. Wir haben hier diesen militärischen Notfall. Leicht werde ich das machen. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich meinen Siedler vorher eskortiere. Ja. Das wäre sicherlich sinnvoll. Gut. Ihr bleibt dort bereit. Können Genghis scheinbar Eisen verkaufen. Der hat Adresse. Sehr schön. Dann holen wir uns Shodagwan. Drei Gesandte in einem Stadtstaat. Ich glaube, ich brauche ihn nicht. Das heißt, wir können ihn auch für eine weitere Industrie verwenden. Dann.
Ich werde die mal hier erstellen. Sehr schön. Und du, Fortbewegung 1 von 9, kriegst dann mal den Steuermann und dann werden die beiden Einheiten miteinander kombiniert. In einer Runde. So, Santa Cruz. Vielleicht können wir hier drüben noch ein paar Schiffe stehen. Wobei, das lenkt mich gerade, glaube ich, nur ab. Egal. Können wir zumindest einmal drauf hitten. Dann holen wir uns noch ein Skatenpogene hier. Die Handelsroute ist wichtig. Ab nach Sheffield damit. Bibliothek in dieser Stadt. Giovanni wartet auch auf seinen Einsatz. Ja, da kommt doch alles zusammen. Gut. Panzerschiffflotte ist auch unterwegs. Und Artemisia. Guck mal da. So, vielleicht in Manchester. Da wollte ich auch noch einen weiteren Bezirk platzieren. Plus zwei Campus ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wir bauen aber die Freiheitsstatue zu Ende. Ja, 1900 Gold. Was machen wir? Hier drüben, die Goldkammer wird gebaut. Der Campus, den kann ich dann auch später selber bauen. Die Schiffswerft hier. Dann baue ich die Schiffswerft. Und wir machen uns daran, das Handelszentrum zu bauen. Ja. Ich glaube, das passt soweit. Handelsroute nach Johannesburg. Großer Musiker. Naja. Die anderen Quests werden nicht mehr. Wo will denn der mongolische Siedler hin drüben? Erstmal eine Charge von Filippo. Cool. Potala Palast ist damit fast fertig. Was wir bräuchten, ist jetzt tatsächlich Wohnraum. Ha. Dann werde ich hier tatsächlich mal ein Wohnviertel bauen. Hätte ich gedacht. Oh, wir haben schon einen Apostel in Genf. Der kann ein bisschen die Religion spreaden. Und ja, mit Chaka. Ich habe echt große Lust, mich mit Chaka anzulegen. Deutschland auch. Das ist die Sondersitzung des Weltkongresses. Ja, okay. Na gut, das ist jetzt einfach zu verlockend. Wir werden es versuchen. Der wurde abgelehnt. Ah, interessant. Ja, tatsächlich war nur Genghis Khan und wir waren nur dafür. Naja, gut. Dann kann ich erstmal leben. Wirtschaftswesen ist da, Mobilisierung ist da. Das sind zwei wunderbare Momente. Ach, jetzt habe ich hier verpasst den Moment. Das hätte ich schlauer machen können. Egal. Nun ja, es ist, wie es ist. Wir können Chaka ein bisschen Eisen verkaufen. Ah, zwei Eisen. Was soll's. So, Newcastle. Holen wir noch das Feld. Das Sägewerk. Jerewan. Okay, wir haben jetzt überall Gesandte. Dann gehen wir einfach mal die Liste hier durch, wo wir noch nicht. Buenos Aires, da haben wir noch nicht den 6. Das heißt, da kommt jetzt dahin. Giovanni wartet. Ah, wir haben noch keine dritte Diamantenressource. Und können deswegen da noch keine Industrie erstellen. Ah, aber Hall. Hall kann die dritte Diamantenressource holen. Dann können wir auch die Industrie bauen. Sehr schön. Da ist der Gesandte in Genf. Sehr gut. Hier kommen wir gleich ins Wasser, dann können wir danach auch den Krieg erklären. Ich komme hier echt nicht drum rum, ne? Das ist ein bisschen nervig. Naja. So, Schuh. Eine Schildkröten-Kooperation. Ich mache jetzt einfach mal in den Städten, in denen das so ist, schon. Dann siedeln wir hier drüben für die Kohle. Philippus zweite Charge werden wir für Taler Palast nutzen. Okay, interessante Musik. meine Soundsettings haben sich irgendwie verändert und ja, scheinbar gibt es da jetzt ein paar andere Töne.
Gibt auf jeden Fall einen Diplomatie-Politikplatz und einen Diplomatie-Siegpunkt für uns. Sehr schönes Wunder. Diese Stadt wirst du nicht halten können, mein Lieber. Naja, wir bauen mal das Wohnviertel weiter und dann ist die Überlegung, was ich als nächstes Wunder haben möchte. Vielleicht werde ich die Charge doch für die Freiheitsstatue benutzen. Oder ich werde die Freiheitsstatue auf einer Runde übrig lassen. Ich würde sagen, wir gehen hier den unteren Weg mal entlang. Das klingt erfolgsversprechend. Und in Bristol. Tja. Ich denke, wir können hier eine Goldkammer bauen. Wobei, wir könnten auch beginnen, so kleine Flotte zu holen. Wie wäre es denn mit ein paar Sea Dogs? Davon erstellen wir ja zwei. Das machen wir drüben auch nochmal. So, da warten wir auf die Upgrades. Du bist jetzt Musketenpikenier. Dann. Oh, hier kein Kill. Oder kein Stil. Kill war es ja. Okay, dann machen wir es so. Und dieses Panzerschiff. Ach ja, die wollte ich ja miteinander vereinen. Naja, das kriegen wir schon hin. Gut, weitere Gouverneurtitel. Indoktrinierung kommt bald, aber wir haben noch genug Zeit. Dann würde ich sagen, holen wir uns Rainers. Ah ne, Rainers Titel, die haben wir schon. Die soll natürlich in Sheffield bleiben. Was mache ich da? Forstverwaltung. Erneuerbare Energien. Nee. Ist für später vielleicht cool. Dann bekommt jetzt Liang die Bauaufsicht. Gut. Wir haben einen weiteren Politikplatz. Raj kommt erstmal da rein. Und dann nehmen wir Kolonialsteuern ein. Cool. So. Dann wird jetzt gekauft wie Sau. Ich denke mal, ich hole mir den Campus, eine Bibliothek. Das war's dann erstmal. Die Bibliothek gleich fertig. Jetzt hole ich mir in der Liangstadt noch einen weiteren Handwerker. Dann gehen wir eine Runde weiter. Ah ja, Leonardo wollte ich mir gleich sichern. Damit wir den auch haben. Große Händler, wie sieht es da eigentlich insgesamt aus? Eine große Flut hier drüben. Ach, vielleicht gibt es da ja ein Hilfsprojekt, was wir starten könnten. Genghis hat genug diplomatische Gunst. Ja, Jakob Fugger kommt noch. Den kriegen wir auch noch dieses Zeitalter raus, ne? 5 Runden, bis wir. Ja, sehr cool. So, London. Da werde ich mal mit Genf handeln. Sind wir noch nicht so zerrehen von Genf? Ne. Aber das wird. Das wird. Da bin ich mir sicher. Dann können wir ein bisschen Ressourcen verkaufen. Gerne an Chaka. Dem möchte ich nämlich gleich mal den Krieg erklären. Tja, ich komme hier immer noch nicht durch, ne? So, da sind zwei Sea Dogs. Dann werden wir die zusammensetzen. Und in London. Ja, da könnte ich die Börse bauen. Alternativ hole ich mir erstmal einen Archäologen. Hier haben wir den Sea Dog fertig. Ja, ich denke, von der Fabrik profitieren wir eh schon. Kann mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, wenn wir noch zweimal Sea Dogs produzieren. Hier drüben hole ich mir eine Uni. Dann Bibliothek. Philippus, letzte Charge. Tja, da bin ich mir immer noch unsicher. Dann können wir einen Horchposten etablieren bei den Zulu. Du kannst jetzt hier gleich endlich ins Wasser rein. Der Handwerker kann auch seine Arbeit vollrichten. Gut. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Den Regenwald würde ich gerne entfernen. Der Apostel wartet auf seinen Einsatz. Giovanni wartet hier unten noch auf seinen Einsatz. Dann haben wir, glaube ich, noch einen Handwerker, der unterwegs ist.
Mal sehen. Die Panzerschiffe können wir gleich erstmal miteinander verbinden. Okay. Ach, dann holen wir uns hier noch den Handwerker. Zack. Und du. Tja, ich hätte eigentlich gerne noch mehr Stadtstaaten. Helfen wir doch mal unserer Einheit hier ein bisschen nach. Okay. Was haben wir hier? Embolon. Ah ja. Du sollst hier auch runter. Das Panzerschiff. Ja, das passt alles, glaube ich. Du sollst da bleiben. Ja. So war mein Plan. Ja, und mit dem Gold. Ha. Erstmal holen wir uns Da Vinci. Sehr schön. Brauchen wir sonst noch jemanden? Nö, ich glaube nicht. Dann haben wir 2500 Gold. Ja, Uni könnte ich mir natürlich auch kaufen. Die Börse natürlich auch. Ach komm, wir kaufen uns. Ah. Ich meine, ich habe so viel Gold. Ich glaube, ich kaufe. Ah ja, hier den Markt und die Goldkammer. Das ist eine gute Sache. Dann können wir nicht mit Sheffield den weiteren Händler uns holen. Ja. Fantastisch. Ja, zu dem der Einheit sage ich nicht nein. Und dann können wir hier nochmal angreifen. Und weiter geht's. Okay, hier möchte sich ein Stadtstaat breit machen. 7 Provinzen, das ist auch nicht schlecht. Dafür könnten wir uns ein paar kaufen. Eine einzigartige Fregatte der. Na, wie heißen sie? Der Niederländer, ja. So. Ihr wolltet euch verbinden. Zack. Welterste Armada. Dann haben wir Embolon und Steuermann. Ihr könnt euch auch verbinden. Kannst mal bis dahin fahren und du fährst dann einfach bis dahin. Sehr schön. Weiteren Handelsweg. Dann haben wir Nagellan. Der gibt uns eine Luxusressource und ein bisschen Gold. Hier weiter. Dort. Ich glaube, du musst dich mal defensiv stellen. Da kommt das Panzerschiff Upgrade. Und dann werden wir hier weiter aufpoppen, was noch da ist. Was sehen wir denn als erstes? Lahore. Ist Lahore hier vorhanden? Ja. Dann bringen wir das mal auf 6. Okay. Soweit, so gut. Unser Sea Dog fährt dann auch mal in Richtung, in die Richtung, in die er soll. Du. Ja, ich glaube, wir werden hier nochmal eine Karavelle anheuern und dann plündern. Hier können wir mit Johannesburg handeln, sehr schön. Und Da Vinci wird in London aktiv, nur um Bauteile geboostet. Magellan, tja, was gibt es denn für Luxusressourcen auf See? Ich glaube, Schildkröten brauchen wir nicht mehr. Denke, ich hole mir vielleicht nochmal Bernstein. Das habe ich, glaube ich, nämlich noch gar nicht. Ach, come on. Wir waren doch schon fast draußen. Oh. Ist das ätzend. Ist das ätzend. Okay. Das ist ja für mich schon fast eine Kriegserklärung wert jetzt. Vielleicht warten wir noch auf die Linieninfanterie. Und dann erklären wir den Krieg, damit ich hier endlich mal durchkomme. Wow. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal auf die Produktion von Einheiten umstellen. Die Sea Dog Flotte macht sich auf den Weg. Ihr macht euch auf den Weg. Nun ja. So, geben wir nochmal Gold aus. Ja, und wofür geben wir Gold aus? Für Einheiten, denke ich. Denke, paar Ritter und ein paar Renner. Machen wir mal einen Renner und noch einen Renner. Und hier sind denn meine Ritter da. Und einfach kaufen wir noch ein bisschen Ressourcen. Möchte noch jemand was haben?
Kleines bisschen diplomatische Kunst kann ich verkaufen. Na, vielleicht nicht an Chaka. Kommen wir uns hier nochmal einen Ritter. Wenn die auch miteinander verbinden, dann werde ich mir wahrscheinlich in der nächsten Rutsche ein paar Landsknechte kaufen, die miteinander verbinden. Und dann haben wir doch eine schlagkräftige Truppe, die sich um Deutschland kümmern kann. Und dann werden wir gleichzeitig von der Seite hier, glaube ich, aus die mit unserer Marine die Zulu angreifen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Währenddessen möchte ich noch ein bisschen siedeln. Mal sehen, wie gut das klappt. Ja, hier ist ein Siedler schon unterwegs. Sehr gut. Und hier hatte ich doch noch mein kleines Projekt. Ja, nächste Runde klappt das. Und wie viel macht Sheffield inzwischen? 986 Gold. Nice. Und London 810. Ist also auch nicht so schlecht dabei. Ja, so sieht's aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Euer Flo. Tschüss.